herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seitensprung. Und ich habe mir gedacht, ich lade mir heute mal wen ein zu unserer 10. Jubiläumsfolge. Wir sind hier gerade im Downhill-Studio beim Tom Peschel und machen ein paar geheime Sachen. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt nutzen wir kurz die Chance und zeigen euch ein bisschen was. Beziehungsweise nicht ich, sondern heute zeigt euch das wer anders, nämlich der Barney. Und ich glaube, das ist die Nummer, die ist am meisten requested, oder? Richtig, ja. Erstmal grüß euch, servus. Wir spielen heute Skandal. Das Intro machen wir einfach mal. Ist ja ganz interessant, weil da kommt ein neuer Akkord vor. Ganz wichtig. Ganz richtig. Ein E7. Und der Luis wird euch jetzt erklären, wie das E7 funktioniert. Ganz genau. Den nennen wir jetzt zur Einfachkeit halber, nennen wir den mal Hendrix-Akkord. Es ist nicht ganz ein E7, es ist ein bisschen spezieller. Das G ist die 9, eigentlich, oder? Die Kreuz 9. Die Kreuz 9, ja. Aber das fangen wir jetzt gar nicht erst an. Das ist der Hendrix-Akkord und der geht folgendermaßen. Ihr nehmt euren Mittelfinger, setzt ihn auf den 7. Bund. Das ist raus aus unserer Komfortzone hier. 7. Bund A-Seite. Das ist der Ton E. Dann nehmen wir unseren Zeigefinger, setzen ihn auf den 6. Bund, auf die D-Seite. Das ist das Gis hier. Nehmen wir die beiden. Dann nehmen wir unseren Ringfinger, setzt man auf den 7. Bund, auf die G-Seite. Das ist der Ton D. Ganz genau. Und jetzt kommt der Magic. Kleine Finger auf die H-Seite, auf dem 8. Bund. Also Kreuz 9 hier. Und das ist der Hendrix-Akkord. Der ist wichtig für Skandal. Der macht's aus. Ganz genau. Und die anderen drei, die da im Intro vorkommen, die kennst du schon. Das ist nämlich einmal A-Dur, G-Dur. Der Barney greift ein bisschen anders, wie du siehst. Ja, so ist korrekt. Okay. D-Dur. Und jetzt kommt unser Hendrix-Akkord. Der wirkt nur, wenn man davor. Ja, das Schöne ist an diesem E7, ich jetzt einfach mal, dass du alle Seiten spielen kannst. Die leere E-Seite und die leere E-Seite. Also die ganz tiefe, genau. Und die hohe E-Seite. Alles kann klingen. Sehr gut. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie könnte man das Skandal am Anfang so spielen, dass das vielleicht auch jemand, der noch nicht ganz so fortgeschritten ist, mitspielen kann. Was könnte man machen? Also ich würde sagen, wir machen einfach mal ganz basic für den Anfang jeden Akkord zweimal, oder? Ja. Oder mach mal viermal, dann haben wir ein bisschen länger Zeit zum Wechseln. Okay. Und machen wir mal so. 1, 2, 3, 4. Immer Downstrokes. Jetzt haben wir einmal den E7. Ganz genau. Das ist tricky. Das ist tricky von dem D auf diesen Hendrix-Akkord. Aber der muss einfach rein in der Nummer. Ganz genau. Ich würde sagen, für den Anfang erstmal jeden Akkord viermal spielen, so schnell wie es einfach geht, sodass man bei dem Wechsel nicht zu sehr ins Straucheln kommt. Einfach. Hey, wow! Not bad! Wenn man sagt, man ist ein bisschen fortgeschrittener schon, da würde ich sagen, unser Skandaltempo, wie wir es im Intro gespielt haben, ist ungefähr. Ja, also ungefähr die Live-Version, ja. Schauen wir uns doch mal den an, den du da am Anfang spielst, wie du den Song beginnst. Du machst den nicht einfach nur. Ich mache heute den Pete Townsend. Also, okay. Ja. Sehr gut. Oder so Flamenco-mäßig angehaucht. Neu. Sehr gut. Also am Anfang ist nur AGD. Ja. AGD. Ja. AGD und dann geht's auf unseren Hendrix-Akkord. Stimmt's, oder? So ist es. Thank you.
Eine Sache schauen wir uns noch an, bevor wir gehen. Jo. Diesen Pete Townsend, den finde ich eigentlich, den finde ich, könnte man mal auseinandernehmen. Wenn wir den langsam spielen, dann haben wir. Das ist schwierig. Langsam wird immer schwierig. Also wir haben im Endeffekt Downstroke, Upstroke, Downstroke. Ja. Genau. Dann gehen wir aufs G. D. Und wieder Anton. Das ist auch was Schönes. Den kannst du auch mal anschauen und vielleicht versuchen, den mal schon mal schneller zu spielen. Und dann könnte man sich theoretisch auch mal Skandal auflegen und versuchen, ein bisschen mitzuspielen. Zumindest den ersten Akkord zu probieren und den Hendrix-Akkord. Ja, super. Ich würde sagen, das reicht für heute, oder? Ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr es einfach probiert, weil das Lied macht einfach Spaß. Für's euch, servus. Bis bald. Ciao.